Wir haben 2000 Teilnehmer angekündigt. Die Kundgebung wird sich ja auch verteilen auf den Stralauer Platz und den Spreepark. Und es ist eine sehr interessante Diskussion. Der Park ist 20.000 Quadratmeter groß. Wir haben also maximal 2000 Quadratmeter. Trotzdem befürchtet man Duisburger Verhältnisse. Also es könnten Leute erdrückt werden oder ins Wasser fallen wegen Überfüllung. Eine sehr interessante Diskussion. Es wird zwei weitere Zu- und Abgänge geben hier über das Jahrmgelände und über den Oststrand. Im Moment gerade ist die fünfte Direktion bei der Ortsbesichtigung. Also die Maßnahme wurde abgegeben von der zweiten Einsatzbereitschaft jetzt zu einer neuen Direktion. Es ist also irgendwie spannend. Wir haben eigentlich den Bescheid erwartet bis gestern Abend. Wir gehen davon aus, dass man diese Sicherheitsbedenken eher aufgibt. Der Park ist groß genug, es gibt drei Zu- und Abgänge. Und dass die Demonstration da stattfinden kann. Ansonsten müssen wir das natürlich auch durchklagen. Das werden wir auch dann die nächsten Tage tun. Gut, das bleibt also ein bisschen spannend. Das wird auch ein kleiner Skandal, kleines Sommertheater werden, wenn das sozusagen verboten bleibt. Im Moment ist es sozusagen per Vorbereitungsgespräch untersagt, die Grünfläche zu betreten. Ja, also die Demonstration wird um 16 Uhr am Samstag beginnen vom Frankfurter Tor, ist ja bekannt, durch den gesamten Kiez ziehen, bis auf den Heinrichsplatz in Kreuzberg, um dann wieder sozusagen hier einzuschwenken. Eine schöne Route, eine lange Route und sicherlich auch eine größere Angelegenheit. Wir erwarten jetzt 11 Musikwagen, also richtige Musiklautsprecherwagen und viele kleine Kunstbeiträge und Musikbeiträge. Wir werden dann hier im Anschluss bei der Kundgebung keine große Bühne haben. Wir haben dieses Jahr so ein dezentrales Konzept. Also alle Teilnehmer, teilnehmenden Künstler und Musiksysteme werden weiter spielen. Also niemand muss verzichten zugunsten der großen Bühne und werden hier dann im Park auch dann später noch ein gemischtes, auch ein offenes Kundgebungs- und Musikkonzept haben. Das ist sozusagen ein bisschen so eine Alternative zu dem, was man so kennt mit der Großbühne. Wir probieren das gerne mal wieder aus, weil es im Bezirk eben auch um eine Vielfalt geht, um einen sehr kreativen Pool von Menschen. Und wir wollen gerne das zum Ausdruck bringen, die geballte kreative Vielfalt.